Herzlich willkommen bei Telespiel. Heute ganz im Zeichen einer der unterbewertetsten Konsolen, die es überhaupt jemals gegeben hat. Ja, das Dreamcast oder von der? Sega. Oder die Dreamcast? Man weiß es nicht genau. Nee, da streiten sich die Gelehrten. Ich glaube, die meisten sagen tatsächlich die Dreamcast. Fiel mir aber auch schwer, mich darauf irgendwie einigermaßen zu einigen. Ja. Aber egal, der, die das. Ich glaube, Sega war es offiziell tatsächlich egal, wie der Artikel für die Konsole lautet. Genau, das Teil steht direkt vor dir. Wir werden heute ordentlich zocken, werden euch ein bisschen was zur Hardware erklären und werden ein kleines Pixel-Deathmatch starten. Und zwar gegeneinander in Virtual Tennis. Und du wirst ein richtig geniales Spiel gegen Ende der Sendung präsentieren. Genau, wir haben noch Space Channel 5 im Live-Zock dabei und wir haben noch ein weiteres Spiel, auf das du dich genau, kannst. Genau, Crazy Taxi, ein super Wegbereiter für das Dreamcast. Das heute alles bei, bei Crazy Taxi, bei Telespiel und noch viel, viel mehr. Denn das war eine wirklich interessante Konsole. Damit konnte man sehr, sehr viele Sachen machen. Ne? Ja, man konnte. Es war die erste Konsole, mit der man online gehen konnte. Sie hat viele, viele Innovationen eingeführt. Wir werden ein paar davon euch heute natürlich vorstellen, noch viele, viele weitere Spiele. Aber leider markiert der Dreamcast oder die Dreamcast auch das Ende von Segas Engagement im Konsolenbereich. Es war die letzte Hardware, die sie gemacht haben, seit dem Untergang im Jahr 2001, glaube ich, wurde die letzte Konsole produziert. Seitdem ist Sega nur noch Softwarelieferant. Ganz genau. Und da werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, denn es sind ein paar tolle Spiele dabei gewesen und das hat Sega auch so ein bisschen den Hals gerettet, denn viele von den Spielen von Sega sind heute auf anderen Konsolen zu finden. Wir sehen uns gleich wieder mit einem ganz großen Special zur Dreamcast. Nicht weinen, Colin. So, die sechste Generation ist vielleicht doch eine etwas jüngere Generation, aber trotzdem würde ich sagen, ist es Retro, es kamen coole Spiele raus und wir haben auf jeden Fall auch eine Matz für euch vorbereitet, die genau dieses Gerät, was der Colin in den Händen hält, gleich nochmal feiern wird. Wir zeigen euch ein paar ganz interessante Spiele vom Dreamcast. Los geht die Reise natürlich mit einem der Starttitel, Sonic Adventure, damals Sonics Versuch in die dritte Dimension vorzudringen. Aha. Ein Mix aus klassischem Jump'n'Run im Sonic-Stil. Also man sieht, es wird unfassbar viel gerannt. Es gibt ein paar Abenteuerelemente. Hat damals grafisch für extrem viel Begeisterung gesorgt und war spielerisch auch sehr, sehr hochwertig. Also bis heute gilt es, glaube ich, bei vielen Fans als das beste 3D-Sonic. Und das will natürlich einiges heißen, weil wir reden hier von dem Jahr 1998. Ja. Da kam die Konsole nämlich in Japan raus und hat damals vor allem aber auch wirklich grafisch alles weggeblasen. Ein weiteres Spiel aus dem Hause Sega, Jet Grind Radio, bei uns auch bekannt als Jet Set Radio. Man muss ja sagen, Sega hatte so ein bisschen das Problem, dass viele Dritthersteller nicht überzeugt waren von der Power vom Dreamcast, was letztendlich auch zu schleppenden Hardwareverkäufen geführt hat. Zum Beispiel Electronic Arts, die haben nichts gemacht. Die haben gesagt, wenn nicht innerhalb von 90 Tagen 1 Million Konsolen verkauft werden, bringen wir nichts. Und damit war Sega halt in der Verantwortung, selber viele Spiele zu bringen. Hier ist eins davon. Ein unfassbar cooles Spiel, so eine Mixtur aus Trendsport und futuristischem Cell-Shade-Game. Also genau, man sieht es gar nicht, aber es ist Cell-Shading und das ist schon erstaunlich. Auf jeden Fall. Genau, dann haben wir Metropolis Street Racer. Genau. Das Spiel, was man heutzutage als Xbox-Besitzer noch als Project Gotham kennt, das ist eigentlich der erste Teil. Aber Namensgründe haben den Entwickler bizarr daran gehindert, das Spiel auch schon als Gotham Racing auf der Dreamcast zu veröffentlichen. Ab der Xbox 1 hieß es dann eben Project Gotham Racing 2, 3, 4 bis heute eben. Ein fantastisches Rennspiel, auch damals eben optisch absolut wegbereitend. Skies of Arcadia. Ach ja. Ein Rollenspiel, auch wieder das Problem. Square Enix damals, beziehungsweise Square und Enix, die größten Lieferanten für Rollenspiele aus Japan, haben auch nicht entwickelt für die Dreamcast. Also musste Sega sich wieder selber hinsetzen und hat hier mit Skies of Arcadia ein fantastisches Piratenabenteuer geschaffen. Ich stehe total auf Jules Verne und das ist so ein Spiel, was ganz viele Elemente von dem Typen aufgreift. Mhm. Und es ist einfach fantasievoll und macht hier Spaß. Genau, gab es auch ein GameCube-Remake davon, das war nicht minder gut, möchte ich behaupten. Also echt eine tolle, tolle Sache. Und für mich markiert der Dreamcast ja auch so ein bisschen die Zeit, in der Sega selbst die besten Spiele entwickelt hat. Power Stone aus dem Hause Capcom. Capcom, die waren relativ treu ergeben. Die haben viele Exklusiventwicklungen gemacht, wie damals auch Power Stone. Das ist so eine Keilerei für bis zu 4 Leute. Die haben auch Resident Evil Code Veronica, das Spiel, über das ich gar nicht reden darf und auch nicht wollte, haben Resident Evil-Spiele exklusiv gebracht. Das ist auch was. Für die Dreamcast, die später dann aber auch teilweise umgesetzt wurden. Also die haben echt viel, viel, viel Schönes dafür getan. Definitiv eine tolle Sache. Ja, vieles, vieles ist auch ein Stichwort, gibt's für die Konsole. Ihr seht es hier auf dem Tisch aufgebardet, oder wie man das nennt. Gebacht.
alles aus deinem privaten Fundus, ne? Ja. Und da kannst du ein bisschen was von präsentieren. Ich glaube, die Zuschauer wollen das gerne sehen, aber ich kenne das ja alle schon. Deswegen spiele ich nebenbei ein bisschen Crazy Taxi. Ja, genau. Spring mal direkt rein. Auch eins der Spiele. Sega damals noch einer der ganz, ganz großen Arcade-Lieferanten natürlich. Technisch ganz, ganz weit vorne in der Spielhalle und haben mit dem Dreamcast eine derart mächtige Hardware entwickelt, die natürlich ohne Probleme die Hardware-Power, also die in der Spielhalle Standard war, ins Wohnzimmer bringen konnte. Und da muss man einfach mal sagen, auch wenn man sich das jetzt das Spiel anguckt, als die Dreamcast rauskam, 98 in Japan, 99 bei uns, da waren es noch 16 Monate weg, bis die PlayStation 2 kam. Im Prinzip hatte Sega also die beste Chance. Die hatten eine technisch meisterhafte Konsole, hatten jede Menge coole Exklusiventwicklungen. Das Ding hat bei uns zum Start 399 Mark gekostet. Und trotzdem haben sie es leider nicht geschafft, gegen PlayStation 1 und N64 einen Stich zu machen. Da gibt es viele Begründungen, Marketing, einfach die finanzielle Situation von Sega selbst. Viele, viele Probleme, die dazu geführt haben, dass diese fantastische Konsole, die technisch und spielerisch unglaublich viel zu bieten hatte, leider untergegangen ist so ein bisschen in der Welt. Du spielst gerade eben Crazy Taxi, ein Spielhallenspiel, was damals auch für den Dreamcast kam und ich glaube, eine 1:1 Umsetzung war. Ja, später kam das auch noch sogar für den PC raus, da habe ich das auch mal gezockt, aber da war der Soundtrack miserabel. Wenn ihr mal hier drauf achtet, wir haben da lizenziert von The Offspring und Bad Religion. Das sind aber leider nicht allzu viele Lieder, die wiederholen sich sehr, sehr schnell und das geht einem so doch recht nach kurzer Zeit auf den Senkel. Das gilt auch für das ganze Spielprinzip eigentlich, weil man lädt einfach nur Leute ein, also Fahrgäste, und muss sie möglichst schnell in dieser offenen Stadt an Ort und Stelle abbringen. Je schneller das geht, desto mehr Punkte bekommt man. Man kann ja nochmal Stunts machen, es gibt so ein paar Tricks. Aber man spürt halt, das ist halt ein Spielhallenspiel, was kurzzeitig unheimlich Fehls macht, aber in der Heimversion auch nicht wirklich aufgebohrt wurde. Ja, jetzt gerade kommt auch was ganz Interessantes, nämlich Stichwort Product Placement. Ich soll jetzt hier den Fahrgast zu einem Fila-Shop bringen und das gibt es in verschiedenen Formen. Man bringt hier häufig Leute zu Kentucky Fried Chicken, zu Pizza Hut, zu einem Levi's Store und. Und das war auch schon ungewöhnlich für die damalige Zeit. Ja, sollte halt wahrscheinlich so ein bisschen Realismus reinbringen und hat auch ein bisschen Kohle gemacht. Also damals ein unglaublich frisches Spielkonzept. Wirklich eine tolle Sache. So, quer durchs Beet und abgeliefert. Gibt ja verschiedene Spielmodi, man kann dann die Zeit einstellen, aber im Grunde wiederholt sich das Ganze. Ist halt, wie Colin schon gesagt hat, ursprünglich eigentlich ein Arcade-Spiel aus der Spielhalle und das merkt man von dem Prinzip auf jeden Fall an. Ja. Ah Mist, den habe ich jetzt nicht gekriegt. Vielleicht kommen wir einfach nochmal ganz kurz hier auf den wunderbaren Haufen, den wir haben, denn man sieht es schon, wir haben hier Spiele aus verschiedenen Bereichen. Also einmal aus den PAL-Regionen, das, was man bei uns kaufen konnte, das sah zum Beispiel so aus. Das waren diese etwas dickeren Hüllen, so im PlayStation-Stil, blau PlayStation gehalten. 1. Aber in Übersee zum Beispiel, was haben wir denn hier? Crazy Taxi 2, das ist eine amerikanische Hülle. Am Anfang waren die immer weiß hier. Irgendwann später ist Sega dazu übergegangen, die schwarz zu machen. Genau. Und da sieht man jetzt Crazy Taxi in der US-Version. Gibt gewisse Cover-Unterschiede. Und diese Farbspielereien finden sich auch ein bisschen bei der Konsole selbst wieder. Denn die europäischen Varianten, die hatten diesen blauen Kringel, der Dreamcast. Der findet sich auf dem Joypad selbst wieder. Und die US-Konsolen zum Beispiel, die hatten eben einen Orangenkringel. Ist so ein kleines Detail, genau wie, glaube ich, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es ist die erste Konsole, mit der man online spielen konnte. Anfangs mit Choo Choo Rocket, später mit Phantasy Star Online und den US-Konsolen. Da war, glaube ich, ein 56K-Modem irgendwie dabei. Ja, nur bei den 56K. Bei den anderen war das so ein 28K-Modem oder. Was war das denn? 24, 28? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube 28K. Kann sein, ja. Ja, und war ein bisschen geizig, 56 ja? und 28. Deswegen habe ich mir auch eine US-Konsole gekauft, aber dazu gleich noch mehr. Denn jetzt kommen wir erstmal wieder zum ultimativen Wettstreit der Mega-Pixel-Gladiatoren. Soll ich dich wieder platt machen? Ja, das werden wir ja mal sehen, wer hier wen platt macht. Pixel Deathmatch Time! Virtua Tennis, ein weiteres Spiel aus dem Hause Sega, ein absolutes Meisterwerk in der Spielhalle geboren und dann eben umgesetzt für Konsolen. Lebt ja sogar heute noch. Ist eine Serie, die immer noch weitere Teile feiert. Auf jeden Fall, ja. Ist ja mittlerweile auch durchaus potent gegen Topspin. Hat, glaube ich, sogar Topspin laut der Meinung vieler Zocker in der letzten Generation überholt. Das will natürlich einiges heißen. Der erste Teil ist noch deutlich arcadiger als die späteren Virtua Tennis-Teile, die dann ein bisschen simulationslastiger werden sollten. So. Du mal das Pad mit der VMU. Ja. Das Teil, was man da reinstecken kann, hattest du das schon gezeigt? Das ist echt abgefahren. Während du da auswählst, hier sind diese beiden Slots drin in dem Pad und da kann man verschiedene Module reinstecken. Die nennen sich VMUs, nämlich Visual Memory Units. Und was funktioniert da nicht? Verdammt. Wir könnten leichte Probleme mit dem Joypad haben. Würde das bedeuten, dass das Pixel Deathmatch heute ausfällt?
Ja, das wäre ja heute aber auch dann wirklich nicht schlimm, weil wir so viel zu zeigen haben. Drück nochmal, vielleicht, ob du irgendwas machen kannst, oder bist du einfach wirklich nicht erkannt? Doch, ich glaube, ich werde erkannt. Ah, warum werde ich denn? Ah, okay, so, jetzt klappt's, wunderbar. Ich nehme mit dem Courier mal ganz schnell, oder Jim Courier bekannt. Warum das jetzt gerade, keine Ahnung, vielleicht sind die Kontakte einfach ein bisschen eingerostet. Ja, ein ganz simples Spiel, ich glaube, mit zwei Tasten spielt man im Prinzip. Ach, du hast Aufschlag als erster. Ah, ja. Fieser Hund. Zack. Ich höre gerade hier, der Kameramann sagt, der Sound ist geil. Das hat ist der, er recht. Ja, das hört ist sich an, als würde einer auf eine Dose schlagen, ne? Ja, aber auch die Mucke, das ist dieser typische Arcade-Rock-Heavy-Metal, den Sega da immer gerne gemacht hat. Ah! Jawohl, da hast du wieder zu viel gewollt und zu wenig gekonnt. Wie lange machen wir? Nur einen Satz? Ich würde sagen, wir machen einfach das davon abhängig, was der Roboterjunge im Ohr... Ah, nein! Das war natürlich... Ich glaube, der Roboterjunge im Ohr sagt einen Satz. Ist auch für die Zuschauer schön, wenn sie vorher wissen, wie lange das dauert. Boah, hast du das gesehen? Der war nicht schlecht. Unglaublich nachgezwirbelt. Der war echt gut. Muss ich mich mal selber loben. Ausnahmsweise. Ja. Ach! Und da wieder fast... Nein! Jetzt hast du mich echt verarscht. Ja. Oh, Tennis ist so ein geniales Ding für Konsolen, egal welcher Entwicklungsstand. Das Prinzip einfach nur zu drücken, wenn der Ball da ist. Es ist ja eigentlich nur Pong. Es gibt auch, glaube ich, nur eine Standardschlagtaste und X, wenn man loppen will. Lob, genau. Ah, das habe ich nicht aufgepasst. Sorry, habe ich ausgenutzt. Ah! Oh, den kriegst du! Nein! Eingeschränkt. Oh. Vorteil. Sehr gut. Ich würde sagen, der Punkt zählt, den wir jetzt machen. Das sage ich nicht, weil ich im Vorteil bin, sondern weil der Roboterjunge im Ohr mir sagt... Oh, scheiße! Nein. Jawohl! Ich dachte schon. Sehr gut. Ja, ins aus. Du hast gewonnen. Hätte sich noch ändern können, aber wir haben doch keine Zeit leider. Nee, leider. Super, absoluter, zeitloser Klassiker. Wir gehen ganz kurz in die Werbung und danach geht es weiter mit vielen, vielen anderen Klassikern für die gute alte... Ja. Und Space Channel 5. Geniales Spiel. Dranbleiben. Ja, viele tolle Features hatte das GameCube, ich habe schon GameCube fast gesagt, das Dreamcast, und wir zeigen euch erst aber nochmal ein paar tolle Spiele, bevor wir weiter auf die Hardware eingehen. Hey, wait a minute. Da geht's, glaube ich, los mit dem Spiel, was wirklich Geschichte geschrieben hat. Shenmue, zwei Teile gab es, ein dritter ist bis heute nicht erschienen. Es ist die Sage eines jungen, es ist ein Japaner, glaube ich, dessen Vater von bösen Leuten niedergeprügelt, totgeprügelt wird, und er will sich rächen. Ist eine ganz bizarre Mixtur aus große Wellen geschlagen. Minispiele. Die wollten ein eigenes Genre gründen, nämlich Free, Full Reactive Ice Entertainment. Das sollte sowas von ein Spiel mit Freiheiten sein, die es bis dato nicht gab. Und es war auch wirklich riesig. Fantastisches Spiel, definitiv. Genau wie das hier, Grandia 2, kennt man auch von Game Arts. Eines der wenigen Rollenspiele von Drittherstellern, die halt gekommen sind. Ursprünglich auch exklusiv für die Dreamcast, wurde später dann auch für PlayStation 2 in einer miserablen Version, sei noch angemerkt, umgesetzt. Und PC? Und PC wahrscheinlich auch nicht wirklich gut, könnte ich mir vorstellen. Nee, nicht wirklich. Miserabel sogar. Na, das macht keinen Spaß. Aber eben ein tolles Rollenspiel mit Echtzeitkämpfen, einem charmanten Nippon-Look. Damals für viele, viele Höchstwertungen gesorgt und durchaus auch ein potenter Final-Fantasy-Konkurrent. Genau, damals kam man nicht jedes Jahr 5 Final Fantasies raus, deswegen sehr cool. So, und das ist das große Spiel, von dem wir schon erzählt hatten. Phantasy Star Online, das erste Online-Rollenspiel für die Konsole. Ja. Das ist unglaublich. Man konnte dann chatten, und das zeigt auch, wie viel Hardware die Konsole mitliefern konnte. Man konnte sich Tastaturen kaufen, Angelcontroller, so ein Angelcontroller zum Beispiel, konnte man auch beim Tennis benutzen. Keyboards, Lichtpistolen, Arcade-Sticks. Es gab unglaublich viel clevere Peripherie, die wirklich Spaß gemacht hat. Die Maracas, ne? Genau. Und das hier... ein Meilenstein für Online-Rollenspiele. Und hier natürlich der Meilenstein für Musikspiele. Samba de Amigo, für die Wii mittlerweile als Remake erhältlich. Die einen und anderen haben es vielleicht auch schon gezockt. Auf der Dreamcast spielte man auch mit so zwei Maracas, zwei Rasseln, auch in den Spielhallenspiel. Genau, die muss man im Takt bewegen. Also ich muss das wirklich nochmal sagen. Meiner Meinung nach ist Dreamcast die Phase von Sega gewesen, wo die unglaublich viele hochqualitative Spiele und auch total clevere Spiele erfunden haben. Das gab's irgendwie, das haben sie vorher nicht gebacken bekommen, meiner Meinung nach, in dem Maße. War immer schon toll. Und nachher haben die es auch nicht wirklich hingekriegt. Hier sind wir jetzt bei Headhunter, eine der wenigen westlichen Entwicklungen. Wie nanntest du es doch gleich? Mir persönlich, das ist so ein bisschen, wir sind in der Rolle eines Kopfgeldjägers in einer alternativen Zukunft. Mixt so ein bisschen Fahrsequenzen mit coolen Third-Person-Action-Ballereien. Hatte damals eine richtig tolle Story.
sehr, sehr spannend inszeniert. Ich persönlich habe es lieber gespielt als wirklich Metal Gear Solid 2, das kurz danach kam. Ja, da kann man das drüber streiten, aber ich fand es echt geil. Ein cool super aus. Teil. Ja, und eben auch der Beweis, dass nicht nur Sega selbst viele tolle Spiele gemacht hat, sondern auch dann doch ein paar Dritthersteller. Aber es hat am Ende nicht gereicht. 2001 wurde die Produktion leider eingestellt. 300 bis 400 Spiele sind erschienen. Ja, und 10 Millionen Konsolen verkauft. Eins von diesen Spielen, die du gerade genannt hast, wollen wir gleich nochmal zeigen. Ja. Oder vielleicht wollen wir vorher drauf eingehen auf das VMU? Genau, das also war auch was Visual Memory Unit. Verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kannst du drauf speichern, du kannst da Tamagotchi drauf spielen, du kannst Speicherstände übertragen, weil du hier mit diesen Schnittstellen gegeneinander anschließen konntest. Und die ging eigentlich dort in dieses Pad rein. Genau, die steckte man hier rein. Es gab im Gegensatz zum N64-Controller, gab es da zwei Slots, um das reinzustecken. Man konnte natürlich parallel den Rumble-Pack reinstellen. Letzte Woche haben wir es noch gesagt, beim N64 gab es einige Spiele, da musste man wechseln. Das war hier halt nicht notwendig. War eine coole Sache. Also man sieht vielleicht so ein bisschen, die Dreamcast hatte jede Menge Hardware- und Software-Innovationen zu bieten und wirklich eine Konsole, die absolut nicht aufgrund ihrer Qualität untergegangen ist, sondern einfach aus welchen Gründen auch immer. Aber das Ding selbst absolut super. Space Channel 5. Das ist ein ganz, ganz eigenes Medium, nämlich die GD-ROM. Das ist keine CD-ROM. Das ist nicht kompatibel mit CD oder DVD, sondern das ist wie eine CD, nur dass es doppelt so groß ist. 1,2 Gigabyte umfasst das und wurde von Yamaha für Sega entwickelt. Auch abgefahren, hat Raubkopierer ferngehalten, aber auch nicht viel geholfen. Nee, hat nicht viel geholfen, aber es lag sicherlich eben nicht an den Spielen. Wir haben wieder einen weiteren Kandidaten, Space Channel 5, ebenfalls ein Musikspiel, was neu für die Dreamcast gemacht wurde. Ist also keine Spielhallenumsetzung, aber umso geiler. Wir spielen intergalaktische Reporterin Ulala und die hat die Aufgabe, eine fiese Alien-Invasion abzuhalten. Und wie macht sie das? Sie tanzt. Ja. Sie tanzt gegen die Aliens. Und da kommen auch schon die Ersten. Tanz sie weg, Colin. Jetzt muss ich Colin ein bisschen konzentrieren und ich bin mal ruhig. Colin versucht jetzt genau das nachzumachen, was die Aliens vormachen. Und das wird immer schwieriger. Und es hört sich genial an und macht tierisch Spaß. Und sieht auch echt super aus. Ja, super charmant einfach. Ist halt so ein modernes Senso, ne? Ja, ich finde Ulala auch super heiß, wenn ich es mal zugeben darf. Ist sie auch. Ihr müsst mal auf. Es gibt auch so ein paar Panty-Shots. Das kann ich schon mal sagen, in einigen Zwischensequenzen. Ich warte die ganze Zeit drauf. Und das wird noch um einige schneller. Ja. Ja. Habe ich schon fast verkackt, aber die beiden Menschen sind gerettet und das Coole ist, sie schließen sich jetzt so meiner Partygruppe an. Genau. So charmant gemacht. Die stehen hinter dir, das sieht so super aus und tanzen mit, ne? Ja. Also echt so ein absolutes Gute-Laune-Spiel. Genau das, was du gesagt hast. Sega hat da sowas von innovativ gearbeitet damals. Spielprinzipien, die wirklich super spannend waren. Ja, während Colin hier nochmal die letzten Aliens umhaut, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und haben aber natürlich nochmal ganz am Ende ein ganz großes Schmankerl für euch. Genau, wir haben den Abspann von Sonic Adventure 2. Der Nachfolger zu Sonic Adventure 1, was wir vorhin auch gesehen haben, war ein tolles Spiel, aber nicht mehr ganz so erfolgreich. Leider wie der erste Teil. Ob es besser oder schlechter war, darüber streiten sich die Gelehrten ein bisschen. Aber wir haben für euch den Abspann. Ich habe ihn zumindest nie gesehen, deswegen bin ich super gespannt, was da vielleicht passiert. Ja, ich finde super. Es war deine Idee, denn ich habe Sonic Adventure 2 auch nie durchgespielt. Und das ist ja unsere Aufgabe, euch am Ende die Spiele zu zeigen, die ihr vielleicht auch nicht geschafft habt, durchzuspielen. Und deswegen werdet ihr uns vielleicht dankbar sein. Wir danken euch zum Zuschauen, hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder damit dabei und sehen uns dann mit anderen Themen. Was genau können wir euch vielleicht noch nicht verraten, aber es wird irgendwas Geiles, so wie das Dreamcast. Und wenn ihr noch ein bisschen Geld habt, einfach mal bei Auktionshäusern gucken. Dreamcast-Spiele, Hardware und Software kriegt man alles super günstig. Also, wir sehen uns nächste Woche. Viel Spaß mit Sonic Adventure 2.
Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Where is Shadow?